Leistungssportkommissionssitzung unter Vertretung des Präsidiums, Anwesenheit des Präsidiums und der Athletensprecher gehabt, um die Nominierung zu beschließen. Wir fangen an, indem wir mit den Einzellaufdisziplinen, mit der Damendisziplin. Wir haben einstimmig beschlossen, dass wir Christina Isaak zu den Europameisterschaften entsenden und dafür auch nominieren. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen weiter mit der Nominierung in der Disziplin Herren. Hier haben wir gemäß Rangliste entschieden und gemäß Rangliste war eben Nikita Starostin der Führende und entsprechend hat die Leistungssportkommission entschieden, auch Nikita Starostin zu den Europameisterschaften zu nominieren. Aber trotzdem auch nochmal Gratulation an den deutschen Meister. Ihr habt euch einen guten Wettkampf geliefert. Wir machen weiter mit der Eistanzdisziplin. Dort hatten wir zwei Startplätze. Wir haben einstimmig entschieden, dass wir die Startplätze belegen mit Jennifer Jansen von Rendsburg, Benjamin Stephan und auch mit den deutschen Vizemeistern Charisse Mathai und Max Lukas. Und last but not least, die Nominierung im Paarlaufen. Dort haben wir drei Startplätze. Die Leistungssportkommission hat einstimmig entschieden, dass wir nur zwei Startplätze beschicken, und zwar mit den deutschen Meistern Minerva Hase und Nikita Volodin. Und als Paar Nummer zwei, wenn auch hier verletzungsbedingt nicht dabei, aber aufgrund der Leistungen Annika Hoppe und Robert Kuhn.